Bei diesem gesellschaftlichen Prozess gucke ich einfach mal nach den Grundprinzipien. Wie würde man es anders machen? Ich denke, wahrscheinlich ist direkte Demokratie besser als repräsentative Demokratie. Wenn man den Willen der Menschen repräsentieren möchte, sollte man am besten direkte Wahlen haben. Das wäre früher nicht möglich gewesen, als man noch Briefe umhergeschickt hat und Information sehr langsam gewandert ist. Aber jetzt in einer elektronischen Gesellschaft kann Information sehr schnell hin und her geschickt werden. Und ich denke, dass dies unterbinden würde, dass Spezialinteressen die Mehrheit überstimmen würden. Und ich denke auch, es wäre gut, wenn Gesetze eine gewisse Laufzeit haben. Momentan haben Gesetze eine ewige Laufzeit. Sie sind träge und machen alle schwerer. Und da brauchen wir ein Ablaufdatum, sodass sie automatisch ablaufen, außer wenn sie nochmal gewählt werden und immer noch korrekt sein sollten. Und dann sollte es eine Voraussetzung geben, dass Gesetze nur dann verabschiedet werden, wenn sie 60% Mehrheit haben und dass sie jederzeit zurückgenommen werden bei einer 40%igen Mehrheit, dass man sie zurücknehmen soll. Das klingt etwas anarchistisch, aber ich bin pro-anarchistisch. Versuchen Sie das erstmal in den USA und dann folgen wir. Ich denke, generell sind weniger Gesetze besser als mehr Gesetze. Das ist mein grober Vorschlag, wie man, wenn man die Demokratie erneuern möchte, wie man das zustande bringen kann und dabei besser die Willen der Mehrheit verkörpert.